Seit Jahren gilt der Fire TV Stick von Amazon als eigentlich das Streaming-Gerät schlechthin. Super preiswert und auch sehr kompakt in der Form, man konnte es immer easy überall hin mitnehmen und auch von den Funktionen waren da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Xiaomi hat jetzt vor 2-3 Wochen selbst ein ähnliches Pendant rausgebracht und zwar den Mi TV Stick. Kleiner Unterschied, hier läuft Android TV 9.1 drauf, das heißt Software ist ein bisschen anders und wir haben einen integrierten Chromecast. Ich versuche in dem Video mal für euch genau gegenüberzustellen, welcher Stick sich für wen denn letztendlich mehr lohnt. Bleibt auf jeden Fall gespannt, denn es sind einige kleine interessante Unterschiede dabei. Und damit würde ich sagen, beginnen wir auch das Video direkt. Ihr seht im Hintergrund, es sind schon passend bläulich natürlich zu Amazon und Orange, Xiaomi passend die beiden Sticks eingerichtet. Wie gesagt, den Fire TV Stick von Amazon, den habe ich selbst jetzt schon seit Jahren im Einsatz und den Mi TV Stick jetzt die letzten 3 Wochen auch intensiv für euch getestet. Ich versuche jetzt einfach mal gegenüberzustellen, welcher Stick sich letztendlich für wen mehr lohnt. Wir beginnen damit mal beim Lieferumfang. Sowohl Amazon als auch Xiaomi liefert den Stick mit einer handlichen Fernbedienung mit den wichtigsten Funktionen und integrierter Sprachsteuerung, einem Micro-USB-Kabel und einem passenden Ladeadapter, welcher den Stick mit Strom versorgt, aus. Beim Fire TV Stick gibt es allerdings noch ein entscheidendes Zubehörteil, welches in vielen Fällen überhaupt erstmal dafür sorgt, dass ihr den Stick an eurem Monitor oder Fernseher anschließen könnt, und zwar diese biegbare HDMI-Verlängerung. So, und jetzt an der Stelle kurze Story zu dieser ganzen HDMI-Verlängerung. Glaubt mir, die ist wirklich super wichtig. Zum einen, ich habe hier jetzt beispielsweise auch den Mi TV Stick ja von euch aus gesehen rechts eingesteckt. Und da habe ich auch direkt gemerkt, da sind 2 HDMI-Ports nebeneinander. Der eine muss gerade frei bleiben wegen dem Kabel, was da sozusagen für die Stromzufuhr sorgt. Ziemlich ätzend. Das Ganze kann aber auch noch so weit gehen, dass beispielsweise meine Mutter sich vor 3-4 Monaten einen Fire TV Stick endlich mal zugelegt hat. Er wollte das Ding einstecken in ihren Fernseher. Ging vom Winkel einfach nicht. Da war der HDMI-Port sozusagen. Dann kam eine kleine Wölbung. Das heißt, da hat das Ding nicht reingepasst. Hat sie mich verzweifelt angerufen, habe ich gesagt, ja, schau noch mal in den Lieferumfang. Da liegt eben dieses kleine biegbare HDMI-Verlängerung. Stückchen. Damit kann man das Teil dann eben problemlos installieren. Ist natürlich auch nicht teuer, kostet aber trotzdem noch mal ein paar Euro mehr Aufpreis, sich das Teil dann extra zu besorgen, und finde ich ziemlich schade, dass Xiaomi das hier nicht standardmäßig in den Lieferumfang mit reinpackt. Bedienung. Der Fire TV Stick wird mit einer in komplett schwarz gehaltenen handlichen Bluetooth-Fernbedienung angesteuert. Die wichtigsten Funktionen sind auf der Fernbedienung vorhanden. Außer einer kleinen blauen LED bei Benutzung der Sprachsteuerung leuchtet hier nichts. Es ist keine Hintergrundbeleuchtung der Tasten vorhanden. Aber selbst im Dunkeln hat man die markante Anordnung der Tasten binnen weniger Male Benutzung verinnerlicht und findet sich auch so gut zurecht. Über die Mikrofontaste lässt sich der Sprachassistent Alexa aktivieren. Angetrieben wird die Fernbedienung von 2 AAA-Batterien, welche trotz Bluetooth-Technik wirklich ewig halten, circa ein Jahr in meinem Fall. Alles wirkt sehr hochwertig, eine Verzögerung beim Ausführen der Befehle nach Tastendruck ist nicht spürbar. Der Mi TV Stick hingegen wird mit einer fast ganz schwarzen Bluetooth-Fernbedienung ausgeliefert, bis auf 2 Knöpfe, welche auch für den größten Unterschied bei der Fernbedienung sorgen. Weiß hinterlegt wurden Netflix und Prime Video, 2 der aktuell verbreitetsten Streaming-Anbieter auf dem Markt bei uns. Auch hier gilt keine Hintergrundbeleuchtung der Tasten, aber dank der ebenfalls sehr durchdachten Anordnung der Tasten hat man diese nach wenigen Filmabenden auswendig drauf und man findet sich mühelos auch im Dunkeln zurecht. Anstelle von Alexa aktiviert ihr hier den Google Assistant bei Druck auf den entsprechenden Button. Die Fernbedienung des Mi TV Sticks wird übrigens auch mit 2 AAA-Batterien betrieben, also eigentlich genau gleich, wirkt aber ein bisschen klappriger so von den Tasten, wenn ich auch hier mal drücke, die einzelnen Knöpfe, deutlich leiser bei dem Fire TV Stick, deswegen finde ich es ein bisschen schlechter verarbeitet, aber ansonsten jetzt bei der Bedienung her merkt ihr hier auch absolut keine Verzögerung, das heißt, wenn ihr scrollt, instant sind wirklich die Befehle immer angenommen. Technische Daten und Preise. Beide Sticks unterstützen eine maximale Auflösung von 1920x1080, sprich Full HD, und kosten ca. 40 Euro. Der Fire TV Stick war in den letzten Jahren während verschiedener Angebote immer mal wieder auf 20 Euro reduziert worden. Wie das beim Mi TV Stick aussieht, kann ich aktuell noch nicht beurteilen. Diesen habe ich vor einigen Wochen für einen Preis von knapp 40 Euro auf Amazon gekauft, wie ihr sehen könnt. Mittlerweile liegt er aber bei über 50 Euro. Den Fire TV Stick gibt es auch in einer 4K-Variante, kostet dann aber 60 Euro. Die 4K-Version des Mi TV Sticks ist bei uns in Deutschland noch nicht verfügbar. Da müsstet ihr dann zur Mi TV Box greifen. Diese unterstützt nämlich 4K. Beide Sticks benötigen zusätzlich Strom per Micro-USB. Plant also eine freie Steckdose für den Stick ein, solltet ihr euch einen zulegen wollen. Betriebssystem und Apps.
Einer der grundlegenden Unterschiede der beiden Geräte ist definitiv das Betriebssystem. Beim Fire TV Stick kommt ein hauseigenes Android-basiertes Fire OS als Betriebssystem zum Einsatz. Kein Zugriff auf den Play Store, Apps können lediglich über den Amazon Store heruntergeladen werden. Per Sideload aus dem Internet kann man theoretisch so gut wie jede App draufspielen. Wie sicher das Ganze ist, ist aber eher fragwürdig, weshalb ich vor dem Kauf auf jeden Fall darauf achten würde, ob alle gewünschten Apps nativ auf dem Gerät laufen. Alles wirkt sehr sinnvoll angeordnet und mit nur wenigen Klicks ist man direkt bei den wichtigsten Filmen, Serien oder Apps. Die Benutzung macht insgesamt auf jeden Fall Spaß, nur selten kommt es mal zu kurzen Ladezeiten. Alles in allem läuft der Fire TV Stick aber recht flott. Beim Mi TV Stick ist die Performance auf ähnlich gutem Niveau, eventuell sogar einen Ticken besser. Das kommt mir aber vielleicht auch nur so vor, weil mir das Betriebssystem als solches ein wenig besser gefällt. Hier kommt nämlich das offizielle Android TV 9.1 zum Einsatz, das heißt, wir haben den Google Play Store mit an Bord. Dieses Betriebssystem dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen von anderen Smart TVs. Neben dem vorhandenen Google Play Store ist der integrierte Chromecast ein großer Vorteil. Mit nur einem Klick verbindet ihr euer Smartphone mit dem Mi TV Stick, um Bilder, Videos oder andere Dateien darauf zu streamen. Auch das Spiegeln eures gesamten Smartphone-Bildschirms ist kein Problem. Wer einmal einen Chromecast im hauseigenen Netzwerk hatte, weiß, wie nützlich die Features manchmal sein können. Android TV wirkt sehr aufgeräumt, ihr könnt eure Lieblings-Apps euren Wünschen anpassen. Auch beim Mi TV Stick lassen sich Apps prinzipiell zusätzlich aus dem Internet per Sideload auf das Gerät laden. Das nur als kleine Info für alle Bastler. Damit kommen wir übrigens mal noch zu den Apps, die ihr auf den beiden Geräten runterladen könnt. Da sind folgende meiner Meinung nach so am wichtigsten und die laufen übrigens auf beiden Systemen von Haus aus, heißt ohne Sideload oder sonstiges, sowohl im Amazon App Store als auch im Google Play Store sind folgende Apps zu haben. Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch, Spotify, Disney Plus, Join, The Zone und Waipu TV. Sämtliche Mediatheken wie die ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, RTL Pro7 und so weiter sind natürlich ebenfalls kostenlos verfügbar. Die sehr beliebte Medienzentrale Kodi könnt ihr übrigens direkt auf den Mi TV Stick über den Play Store installieren. Das geht beim Fire TV Stick nur über einen Sideload aus dem Internet. Dafür bietet der Amazon App Store hingegen die Apple TV App an, welche ihr beim Mi TV Stick im Play Store vergebens sucht. Ihr merkt also, beide Systeme haben so gut wie alle gängigen Apps mit ein paar feinen Unterschieden. Jetzt noch ein kleiner Tipp für alle, die planen, sich einen solchen Streaming-Stick zuzulegen und eventuell sogar den Fernsehanschluss zu kündigen. Ladet euch die kostenfreie App Join herunter. Damit könnt ihr so gut wie alle wichtigen Fernsehsender komplett kostenlos und ohne Konto live streamen. Mega praktisch, kann ich wirklich absolut empfehlen, diesen Dienst. So, Fazit, ihr merkt schon, die 2-3 Barthaare sind etwas länger geworden und ich habe auch ein anderes Outfit an. Hat den Grund, ich habe nochmal 2-3 Nächte drüber geschlafen, bevor ich jetzt hier dieses Fazit aufnehme. Es ist nämlich eine super schwierige Entscheidung, ob man hier wirklich überhaupt eine Empfehlung aussprechen kann oder ob es einfach eine komplett persönliche Sache ist. Ich würde sagen, primär ist es auf jeden Fall eine persönliche Entscheidung und zwar einfach, welches Betriebssystem euch besser gefällt, welche Oberfläche euch rein optisch oder von der Menüführung her ja durchdachter wirkt. Ich persönlich favorisiere aktuell da ganz klar Android TV, hier ist ja 9.1 installiert, liegt aber auch einfach daran, dass mein Mi TV das eben auch hat, der hier hängt und ich mich da halt super in der ganzen Oberfläche auskenne. Nichtsdestotrotz, ich nutze auch schon jahrelang ein Fire TV und auch da ist das Menü wirklich super und strukturiert gestaltet, deswegen wie gesagt einfach eine persönliche Entscheidung. Diese integrierte Chromecast-Funktion, welche ja beim Mi TV vorhanden ist, die ist letztendlich aber auch gar kein Chaot-Kriterium, denn auch auf den Fire TV könnt ihr ganz easy in der YouTube-App beispielsweise Videos direkt auf den Fire TV dann streamen und auch mit externen Apps könnt ihr genauso auch euren Bildschirm spiegeln. Von dem her ist es letztendlich wirklich kein K.O.-Kriterium. Ein weiterer Punkt noch, wie ihr vielleicht eure Entscheidung treffen könntet, ist, habt ihr Smart Home? Falls ja, nutzt ihr eher Google-Geräte oder seid ihr doch eher im Amazon Echo-Universum zu Hause, sage ich mal. Deswegen, falls ihr Alexa-Geräte nutzt, gönnt euch auf jeden Fall den Fire TV Stick und falls ihr dann doch mehr auf Google-Geräte setzt, dann ist natürlich der Mi TV Stick vielleicht doch ein bisschen besser integrierbarer und praktischer. Kleiner Punkt an der Stelle noch, der Preis liegt ja wie gesagt aktuell bei 40 Euro beim Fire TV Stick, wie die letzten Jahre schon immer und im Angebot ist er dann immer mal wieder für 20 Euro zu haben. Der Preis des Mi TV Sticks ist ja jetzt irgendwie hoch von 40 Euro auf 60 Euro, also ihr habt es gesehen, ich habe ihn noch für 39 Euro irgendwas gekauft und 60 Euro sind da definitiv zu viel. Kleiner Tipp an der Stelle, da gibt es auch eine passende oder ähnliche Mi TV Box, die ist ein bisschen größer, kann ein bisschen mehr
Fernseher kann beispielsweise auch 4K und die kostet auch 60 Euro. Deswegen kauft auf keinen Fall für 60 Euro den Stick. Das wäre rausgeschmissenes Geld. 40 Euro würde ich sagen, ist er absolut wert, aber 60 Euro keinesfalls. Ich bin gespannt, ob dann bald die 4K-Version des Mi TV Sticks bei uns auch in Deutschland zu haben sein wird. Denn spätestens dann wird der Preis, denke ich, auch wieder angepasst auf 40 Euro. Aber ja, ihr merkt schon, wie gesagt, ziemlich schwierig hier überhaupt Vor- und Nachteile der jeweiligen Geräte rauszufinden. Bleibt letztendlich einfach eine Entscheidung, was euch so insgesamt mehr zusagt. Preiswert sind auf jeden Fall beide Geräte. An der Stelle sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr vor allem bis jetzt dran geblieben seid. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht nutzt ihr ja auch schon jahrelang einen Fire TV Stick oder habt euch jetzt auch erst kürzlich den Mi TV Stick gegönnt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst mir gerne ein Like und vor allem auch ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal da, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpasst und folgt mir auch gerne auf Instagram. RealVenix, und ansonsten sage ich an der Stelle, macht's gut und bleibt vor allem in der heutigen Zeit alle gesund. Ciao.